Na, falsche Entscheidung. Dachte, ich versuche mal was ganz Neues. Allerdings muss ich sagen, hat mir die Kanone dann doch nicht richtig durch die Rechnung gemacht. Ich war so damit beschäftigt zu schauen, wie viel Geld ich da habe, also Einheiten, um den Bankplanet zu bauen, dass ich gar nicht registriert habe, dass du mich angreifst. Sonst hätte ich schneller verteidigt. Dann wäre es noch besser für mich ausgegangen. Achso, hätte ich vielleicht gar nichts sagen können. Ist nett, dass du mich auf deine hinterrückse Hasenfuß-Taktik hier auch noch hinweist. Ja, jetzt habe ich natürlich fast schon verloren, ne? Ja, jetzt warte mal ab. Ich bin so ein guter Danebenbauer. Nee, schon alles aus. Ich hab's versaut. Ach nee, das macht keinen Sinn. Aber Strategiespiele sind schon so die Welt von Targame, oder? Battle vs. Chess war ja auch sehr gut. Will ich heute noch gern. Nee, ich nicht, ich verliere dauernd. Die Kanonen, die halten dich mir ja schön vom Leib eigentlich. Denke ich erstmal. Ja. Alle Gemütsruhe. Du gehst eigentlich mehr auf Defensive und erwarte deinen ersten Angriff. Du erwartest den Vernichtungsschlag, wolltest du damit. Ich denke, mit der Auswahl meiner Technologien könnte es noch interessant werden, wenn du angreifst. Achso, die Verteidigungsverstellen, das ist natürlich echt ein nicht zu unterschätzender Punkt. Der mich am Anfang aber dann vielleicht den Sieg gekostet beim Planet. Das ist richtig. Aber die Taktik, die kam auch so spontan, da war ich selber überrascht. Da hast du dir vorher noch nicht drüber Gedanken gemacht. Ich habe nur gesehen, deine Schiffe hauen ab, dachte so, Planung wird generell überbewertet, das ist einfach so. 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 Klingt nicht gut. Klingt nicht vertrauenserweckend, echt nicht. Halt ja die Kanonen im Multiplayer so gut wie nicht. Außer ich habe wie vorhin so eine Barriere in der Mitte des Levels, aber hier... Das kommt ganz drauf an. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Oho, jetzt sag bloß, du willst das Level auch noch gewinnen. Diese Kanone behalte ich zum Beispiel. Macht das.
So. Meinst du, dass du die behältst? Glaub mir reicht die Zeit nicht. Ich hatte sie dieses Mal so ein bisschen im Auge, die Zeit. Ja, schade. Das passiert mir aber ab und zu, dass ich dann vor lauter Vernichtungsfeldzug gut, ich meine, in Blenders kann man immer gewinnen, auch wenn man nur noch ein Schiff hat, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ich wehre mich gar nicht mehr. Warum auch?